Das Jahr 2023 ist jetzt schon ein paar Tage am Laufen und auch dieses Jahr erwarten uns wieder mal sehr viele Filme und Serien. Und da ich in den vergangenen Videos darüber geredet habe, welche Filme 2022 für mich super geil und nicht so toll waren, geht es in diesem Video mal darum, welche Filme für mich 2023 am besten sind, beziehungsweise auf welche, von denen ich mich am meisten freue. Genau, denn in diesem Video geht es um die Top-Liste der Filme, die 2023 rauskommen, auf die ich mich unfassbar freue. Und damit heiße ich euch erstmal herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Couchtime. Ja, das letzte Jahr war nicht so das Jahr für Marvel-Filme und deswegen hoffe ich, dieses Jahr wird sich das ändern und zwar mit dem ersten Film auf dieser Liste, auf den ich mich unfassbar freue und zwar ist das Ant-Man and the Wasp 3 Quantumania. Ja, der Film rückt auch immer näher, es sind schon wieder neue Trailer dazu rausgekommen und der Film sieht vielversprechend aus, auch wenn er in den anfänglichen Trailern nicht so wunderschön von den Animationen her aussah, wirkte aber so von der Story, die uns da erwartet, sehr, sehr gut und vor allem auch sehr, sehr wichtig. Denn das wird mehr oder weniger die Einleitung für die nächste Phase im MCU und auch die Einleitung für Kang, auf den ich mich wirklich sehr, sehr freue, nachdem Thanos ja den Löffel abgegeben hat. Spoiler, hahaha. Ja, und außerdem sind die Ant-Man-Filme bis jetzt nie schlecht gewesen, deswegen erwarte ich eigentlich, dass der Film gut wird. Natürlich, es wird jetzt Ant-Man eine große Rolle geben, habe ich auch in dem extra Video, was ich darüber gemacht habe, schon mal erzählt. Er wird jetzt eine große Rolle geben, er soll den nächsten neuen Schurken irgendwie vernünftig introducen. Das kann auch nach hinten losgehen für diese Ant-Man-Filme, aber ich hoffe nicht und ich glaube auch nicht. Auf jeden Fall Ant-Man and the Wasp Quantumania ist definitiv auf der Liste auf die Filme, die ich mich dieses Jahr wirklich unfassbar freue und wahrscheinlich auch nochmal seit langem einen Film, den ich mir sogar im Kino angucken würde. Also Marvel-Film. Die zweite Nummer auf der Liste ist ein Film, wo man sagen könnte, okay, das ist eher ein Kinderfilm, aber ich denke, da das auch ein Genre ist, mit dem sehr viele Menschen in meinem Alter und auch noch in einem älteren Alter aufgewachsen sind, freue ich mich unfassbar auf diesen Film und zwar der Super Mario Bros. Film. Oh mein Gott, Mario das erste Mal wirklich in einem vernünftigen Film, an alle, die wissen, was es da sonst für Filme gibt, holy shit, die sind nicht gut, ganz im Gegenteil. Ein guter Film ist zwar animiert, was dem Film aber vielleicht gar nicht mal so weh tut, und ich freue mich sehr drauf. Ich bin gespannt, was genau ist jetzt, wie sie den Film aufbauen, welche Story sie da nehmen. Nehmen sie so die erste Story, weil es scheint ja so, als wäre Mario da das erste Mal quasi in diese Welt gekommen. Was für mich halt auch noch sehr interessant wird, weil so das war für mich nie so ein Ding, dass Mario gar nicht aus dieser Welt direkt ist, sondern da einfach reingekommen ist. Wird interessant, denke ich. Und das einzige Manko, was ich da sehe, ist halt tatsächlich die, immer noch, auch wenn ich da sehr klein bin, ist die deutsche Synchro. Ich weiß nicht, was ich von der deutschen Synchro halten soll. Also Bowser schon gut, aber Mario. Ich habe da mal ein anderes Video zu gemacht und da habe ich auch gesagt, okay, die Synchro ist nicht so gut, aber was willst du? Willst du jemanden haben, der da, also Mario haben in einem Film, der 90 Minuten oder wahrscheinlich eher länger Yahoo, Yahoo, Yahoo macht. Ich glaube, das wird sich keiner lang antun. Nichtsdestotrotz freue ich mich sehr auf den Film, vor allem, weil halt irgendwie in den Trailern scheint es halt wirklich, dass alles da drin ist. Ob sie normalen Mario-Spiele sind, die Mario 3D-Spiele, Mario Kart, Smash wird gewiss auch irgendwie einen Teil davon irgendwo verkörpern. Ich freue mich auf jeden Fall sehr. Der nächste Film driftet komplett aus dem Genre, denn es handelt sich hier um einen Horrorfilm. Und zwar ein Horrorfilm-Genre, was das Jahr 2022 für mich den besten Horrorfilm von diesem klassischen Genre gemacht hat. Und zwar Scream 6, beziehungsweise letztes Jahr Scream 5. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll, dass jetzt so viele Scream-Teile so schnell hintereinander kommen. Weiß ich nicht, ob ich das gut finden soll, weil es meistens davon zeugt, dass es dann noch nicht so ein hochqualitativer Film ist. Außerdem wird es jetzt einer der Filme sein, wo wirklich wenig der alten Cast-Mitglieder noch dabei sind, weil ja davon ein, zwei Leute vorher, also im letzten Teil, gestorben sind. Bin gespannt, wie sie es machen. Der Trailer bzw. das Internet ist ja jetzt schon am Munkeln, dass es laut Trailer so aussieht, als gäbe es drei verschiedene Scream-Masken, ergo drei verschiedene Menschen, die es sein könnten. Und das wird schon interessant, glaube ich. Also ich denke, so zwei Leute war immer so sehr interessant, so wer könnte es sein, der. Aber so drei Ghostface könnten das Ganze noch mal ein bisschen anspannender und höher schrauben. Vielleicht ist es zu viel, vielleicht überdrehen sie damit, ist es ein bisschen und überspannen den Bogen. Kann natürlich sein, wird man halt sehen. Aber ich freue mich drauf, weil ich durch jetzt auch Scream 5 tatsächlich noch mal die Scream-Reihe für mich so ein bisschen neu entdeckt habe, weil die Scream-Filme schon sehr, sehr cool sind irgendwie. Also es ist so schon sehr, es sind sehr viele Meta-Gags, muss man sagen, allein durch dieses, ich weiß gar nicht, Step ist ja in der Scream-Welt ein Film von Scream quasi, was schon sehr lustig irgendwie ist, weil sie im Prinzip in jedem Film ihren Vorgängerfilm kritisieren können. Also es ist schon ein sehr geiles Genre, muss man einfach sagen. Deswegen freue ich mich unfassbar auf Teil 6. Ich bin gespannt, wen wir da als Killer sehen, ob wir vielleicht noch mehr alte Gesichter zu sehen bekommen. Man munkelt, aber ne, es wäre natürlich top.
Der nächste Film ist ein Film, wo ich selber überrascht war, dass ich den hier auf die Liste packe, weil ich irgendwie, ich bin normalerweise nicht so ein Filmmensch für ernstere Filme oder irgendwie deepere Filme. Ich bin dann eher so der Comic, Comedian, Horrorfilm, also ein bisschen dieses aus der Welt raus Film, sage ich mal. Und auf der Liste steht jetzt hier bei mir Oppenheimer. Und ich sag's, wie es ist, allein der Cast hat mich komplett überzeugt. Das ist mal wieder ein Creme de la Creme Cast. Und auch, also, ich muss ehrlich sagen, mit Oppenheimer habe ich mich noch nicht so ganz auseinandergesetzt mit dem Film bzw. den Trailern. Aber so was ich in den Trailern gesehen habe, die Schauspieler, die ich gesehen habe, das war so ein Film, wo ich sage, okay, das könnte echt so ein Film sein, den man sich anguckt, den man einfach wirklich in der Hinsicht genießt. Nicht so wie bei einem Horrorfilm, wo man angespannt da sitzt, oh mein Gott, wer könnte es sein, oh mein Gott. Oder bei einem Marvel-Film zum Beispiel, wo man sagt, oh mein Gott, oh, neue Teaser hier, oh, Easter Eggs da, so bin ich halt bei Marvel-Filmen drauf. Sondern einfach so ein Film, den ich mir angucken kann und so denken kann, so, und jetzt gucke ich einen Film. Ganz entspannt. Das könnte Oppenheimer für mich sein. Wie gesagt, die Schauspieler, hammer, geile Besetzung, absolut krank. Und ja, ich denke, von der Story wird der auch sehr gut sein, weil es halt ein ernsterer Film ist. Und sind wir mal ganz ehrlich, ernste Filme haben sehr oft halt eine gute Story. Sonst wären sie ja keine ernsten Filme. Macht Sinn, ne? Und dann kommen wir zum nächsten Film auf der Liste. Und das ist dann wieder ein Film, der ein bisschen Outer Space ist. Und zwar Transformers, Aufstieg der Bestien. Ja, ich habe schon ein extra Video zum Trailer gemacht. Und mehr oder weniger habe ich da auch schon meine Vorfreude gezeigt. Ich liebe einfach die Transformers-Filme. Ich liebe sie abgöttisch. Und dieser Film wird für mich halt auch einfach wieder der nächste Film sein, wo ich einfach nur da wie ein kleines Kind sitze. Oh mein Gott, Riesenroboter, die kämpfen. For real werde ich das sein. Definitiv. Und auch allgemein bin ich jetzt sehr gespannt. Es ist ja... Wenn ich richtig recherchiert habe, spielt der Film ja nach Bumblebee und deswegen bin ich sehr, sehr gespannt, was da alles wirklich gezeigt wird. Ich habe noch gar keine Ahnung, wie sie es da genau rüberbringen wollen, sodass man zeigt, es ist zwar in der älteren Zeit, aber die Teil der Transformers ist halt sehr, sehr futuristisch. Ich weiß nicht, ich bin mal gespannt, bin zwiegespalten, es kann schlecht werden, es kann super werden. Ich freue mich nichtsdestotrotz, wird ein guter Film, gewiss, also ein guter Transformers-Film, denke ich auf jeden Fall. Ob er der beste Transformers wird, bestimmt nicht, da sind andere Filme sehr, sehr weit vorne. Aber ob es ein guter Transformers wird, das werden wir sehen. Ich freue mich auf jeden Fall mega drauf. Kommen wir nun zu einem Filmgenre, was wieder den Platz des Horrors belegt. Und das ist so ein Filmgenre, was ich bis zum Erscheinen des Trailers jetzt kürzlich und mich damit dann mehr auseinandergesetzt habe. Und zwar ist es Evil Dead, bzw. Evil Dead Rising. Ich habe Stand jetzt mit Evil Dead nichts am Hut. Nichts. Aber die Trailer und die Infovideos, die ich mir dazu angeguckt habe, haben mich so gehypt und ich bin der festen Überzeugung, das könnte ein schöner, richtig geiler, vielleicht sogar sehr, sehr viel gruseliger und goriger Horrorfilm werden dieses Jahr. Ich freue mich unfassbar. Ich weiß gar nicht genau, wann er rauskommt, aber ich weiß, glaube ich, das wird für mich auf meine Halloween-To-Do-Liste kommen, die ich mir an Halloween angucke. Wirklich, das, was ich dazu gesehen habe und gehört habe, was es da alles jetzt so schon bekannt ist, einfach genial. Wie gesagt, Evil Dead war für mich noch nie so Thema, ist jetzt ein bisschen Thema geworden. Ich habe meinen Horizont in der Hinsicht ein wenig erweitert und werde jetzt mal mich in das ganze Thema mal ein bisschen mit einarbeiten. Weil das wird schon, glaube ich, ein sehr, sehr krasser Film und ein sehr, sehr guter Film. Kommen wir jetzt zu den letzten zwei Nummern, wobei die erste Nummer davon so ein eventuell Ding ist und die zweite Nummer, also der letzte Platz, auch eher so ein eher unwahrscheinlich, dass es dieses Jahr kommt, aber finde ich für dieses Jahr maximal erwähnenswert ist. Aber erstmal zu dem anderen Film und zwar ist das der The Flash Film mit Ezra Miller. Und da ist nämlich der Punkt. Ich meine mal, es war ja der Film stand ja schon länger da im Raum. Da gab es ja da irgendwelche Probleme mit Ezra Miller und irgendwie so. Und dann wurde der Film doch wieder erstmal eingestampft. Und jetzt habe ich letztens gesehen, okay, nee, der soll doch noch kommen, weil Ezra Miller jetzt wieder doch mitmacht. Ich bin maximal verwirrt. Und mir ist scheißegal, wer wo Scheiße gebaut hat. Ich möchte einen Flash-Film haben. Aber ich möchte einen guten Flash-Film haben. Ich bin ehrlich, Grant Gustin als Barry Allen wäre für mich wesentlich interessanter. Ich finde, das ist der bessere Flash. Optisch, charakterlich, emotional, ich weiß nicht. Ist einfach der bessere Flash als Ezra Miller. Aber egal wie, ich möchte einen Flash-Film und einen guten. Ich möchte einen Reverse-Flash sehen. Ich möchte einen guten Flash-Film haben. Und das kann man so leicht verbauen, indem man sagt, okay, wir planen mehrere Filme, wie vielleicht bei Batman mit Ben Affleck. Da haben sie sich auch viel aufgebaut und sehr viel wieder einstürzen lassen. Bitte macht das bei Flash nicht, bitte nicht. Entweder bringt einen Film raus, der super gut ist und alles umfassend erklärt und alles Geile an Flash zeigt, oder bringt mehrere Filme raus, aber dann bringt sie auch raus und das bitte kontinuierlich. Ich möchte nochmal eine Trilogie von irgendeinem Superhelden haben, der mich auch ein bisschen gut viel interessiert. Bitte, danke. Deswegen sage ich, das ist so ein eventuell Ding.
überlegen, weil es wird gesagt, er kommt dieses Jahr, aber ich weiß, ich kann es auch wieder ändern. Aber kommen wir jetzt mal zum letzten Punkt der Liste. Und zwar ist das ein Film, so wie ich es jetzt herausgefunden habe, der wird dieses Jahr fängt er erst überhaupt an, gedreht zu werden. Mein Gedanke ist, eventuell schaffen sie es auch bis Ende des Jahres, diesen Film zu machen, weil der schon lange in Planung ist. Ich glaube aber nicht. Ich denke eher, der wird auf 2024 hinauslaufen. Nichtsdestotrotz möchte ich ihn hier erwähnen, weil ich bin unfassbar gehypt. Mein TikTok besteht daraus, meine Spotify-Playlist ist voll mit Liedern, die sich darum drehen. Und zwar ist es Five Nights at Freddy's, der Film. Und für die Leute, die Five Nights at Freddy's nicht kennen, wo wart ihr die letzten Jahre? Spaß beiseite. Five Nights at Freddy's ist eigentlich ein Spiel, ein Horrorspiel. Kurz erklärt, ihr seid hauptsächlich ein Nachtwächter, der in der Pizzeria, in einem Spiel. Das sind so. Ich spiele hier einen Trailer oder ein Video kurz ein, was es am besten erklärt. Auf jeden Fall, dazu soll ein Film kommen. Ein guter Film, hoffe ich. Weil das wäre ein Hammerfilm, weil die Story und die Lore von Five Nights at Freddy's geht so tiefgründig rein, die ist bombastisch und einfach prädestiniert dazu, einen Film zu tragen. Und da reicht auch ein Film, wenn man es gut verpackt. Alle Games, die zu Five Nights at Freddy's rauskamen, passen in einen Film, wenn sie gut gemacht sind. Aber dann muss auch alles gut gemacht sein. Und das Interessante ist, und das Coolste ist, den Hauptbösewicht, würde ich es jetzt mal nennen, in diesem Film, spielt, ich habe den Namen vom Schauspieler vergessen, er ist auf jeden Fall der, wie hieß er, Billy Loomis aus Scream. Der eine Ghostface-Typ, der auch interessanterweise der in den Scooby-Doo-Real-Filmen den Shaggy gespielt hat. Und das Internet ist what? Weil er durch diese Scream-Rolle einfach die perfekte Grundlage dafür bietet, diesen Bösewicht in Five Nights at Freddy's zu spielen. Das wird genial. Und dieser Schauspieler hat auch schon geschrieben, yo, hier, es gibt hier so manche Sachen, die in dem Film passieren sollen, die auch in den Spielen sind, die unfassbar brutal sind. Und es gibt, die sollen alle gezeigt werden. Also der Film soll unfassbar brutal werden. Unfassbar gorisch, unfassbar geil, glaube ich, einfach nur. Das wird seit langem noch ein sehr, sehr starker Film. Aber er hat gesagt, er weiß nicht, ob da alle Sachen von gezeigt werden dürfen. Er meinte, er glaubt es nicht. Also, ich weiß nicht, wie sie es machen. Ich hoffe, sie kriegen es egal wie hin. Ich möchte einen Five Nights at Freddy's Film haben, der aber wirklich die Brutalität und auch ein bisschen die Emotionalität, man muss sagen, Five Nights at Freddy's, die Geschichte ist schon auch sehr emotional irgendwo. Aber auch, es muss perfekt wiedergegeben werden. Weil wenn sie das verkacken und jetzt sage ich mal nur einen Teil rausmachen und wollen 3, 4 daraus machen, dann wenn der erste nicht blutig und brutal und heftig genug ist und gruselig vor allem gruselig, sind die Fans ganz schnell weg, glaube ich. Das muss direkt böllern, wirklich. Da muss alles drin sein, was die Fans erwarten. Es sind sehr viele kleine Details, die die Fans lieben, auf die nicht so viel eingegangen wird in den Spielen, die einfach gezeigt werden sollen in einem Film. Deswegen wollte ich das hier noch mit einbringen, weil ich da auch sehr gehypt drauf bin. Deswegen wollte ich einbringen. Er wird wahrscheinlich nicht dieses Jahr kommen. Aber ich freue mich darauf, dass er dieses Jahr angefangen wird zu drehen. Aber vielleicht schaffen sie es doch noch Ende des Jahres, aber ich glaube nicht. Egal wie, es kommt auf jeden Fall ein Five Nights at Freddy's Film und das ist ultra geil. Ja, und das war's auch schon mit meiner Liste der Filme, auf die ich mich 2023 am meisten freue. Ist eine okay Liste. Es sind dann natürlich viele Filme, die jetzt vielleicht noch nicht wirklich effizient angekündigt wurden, aber dieses Jahr auch noch erscheinen werden. Aber das waren so die Filme, die bestätigt dieses Jahr kommen sollen. Und darauf freue ich mich. Ich bin sehr gespannt. Das Jahr wird. Der Jahresanfang finde ich jetzt mit Serien und Filmen ist schon sehr stark. Ich werde auch noch ein extra Video dazu machen, was jetzt die Walking Dead Serien angeht, die Spin-Offs. Da gibt es nämlich auch neue Informationen zum Release und so. Werde ich auch noch mal ein extra Video zu machen. Aber nichtsdestotrotz war es das für dieses Video und vielleicht schreibt ihr mal, was eure Filme sind, auf die ihr euch 2023 freut. Würde mich sehr interessieren. Vielleicht ist auch was dabei, was ich irgendwie aus den Augen verloren habe, wo ich denke, oh, okay, doch, da freue ich mich auch drauf. Schreibt es gerne in die Kommentare, ich lese mir es gerne durch. Und wenn euch das Video gefallen hat und euch auch der Kanal so vom Konzept her gefällt, lasst doch gerne ein Abo da, würde mich sehr drüber freuen. Ja, was soll ich sagen? Ich will nicht länger um den heißen Brei rumreden, als ich schon mache. Ich würde sagen, wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video dann wieder auf derselben alten Couch wieder. Und bis dahin bin ich raus. Ciao.